Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, Nordrhein-Westfalen hat nicht nur zu lang an falschen Industrien festgehalten, sondern auch zu lang an falscher Energieversorgung. Zum Glück haben wir in den letzten Jahren umgesteuert. NRW ist auf dem besten Weg vom Land der Kohle zum Klimaschutzland. Und dieser Weg zur Stromversorgung aus erneuerbaren Energien, der erfordert eben nicht nur technische Lösungen, über die wir hier schon viel miteinander diskutiert haben, sondern vor allen Dingen und als allererstes ein Umdenken statt eines Festhaltens an alten Strukturen. Die alten Strukturen mit Kohlekraftwerken, mit Atomkraftwerken, die dann ergänzt wurden, wenn es nötig war, durch Gaskraftwerke und ein paar Pumpspeicherkraftwerke, von großen Einheiten hin bis zur letzten Versorgung. Das war das alte System. Im neuen System haben wir es mit dezentralen erneuerbaren Energien zu tun, die ja etwas mehr fluktuieren, nicht dann immer zur Verfügung stehen. Und diese müssen ergänzt werden durch Lastmanagement und eben auch Speicher. Und bei Speichern geht es dann aber nicht, wie viele Energiewendebremser immer gerne sagen, dass wir eben so viel Platz, wie wir für Pumpspeicher bräuchten, in Deutschland gar nicht haben. Nein, das ist eben ein Irrglaube. Da wollen viele die Energiewende mit torpedieren mit diesem Argument. Wir brauchen vielmehr einen Speichermix, denn wir haben ganz unterschiedliche Anforderungen von der Kurzzeitspeicherung bis zur Langzeitspeicherung. Und genau dafür brauchen wir unterschiedliche Speicher mit ihren unterschiedlichen Vorteilen. Mein Vorredner ist da schon drauf eingegangen. Wir brauchen also neben Pumpspeichern Power to Heat, Power to Gas, wir brauchen Batteriespeicher, wir brauchen ein Lastmanagement, wie beispielsweise mit der virtuellen Batterie ist TriMet bezeichnet. Wir brauchen aber eben auch nicht so bekannte Speicherarten wie Druckluftspeicher oder Schwungradspeicher. Und an dieser Stelle möchte ich dann noch mit einem weiteren Irrtum aufräumen. Wir müssen eben mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien nicht auf Netzausbau und erst recht nicht auf den Speicherausbau warten. Es gibt Studien, die das technisch betrachtet haben und die ganz klar sagen, erst ab einem Anteil erneuerbarer Energien von 60 bis 80% bräuchten wir wirklich Speicher in einem breiten Umfang. Das heißt aber jetzt nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen sollten, sondern was wir jetzt brauchen, ist eine intensivierte Entwicklung und ein Zubau, damit eben die Speicher im Energiemarkt wettbewerbsfähig werden. Und für alle Speicherarten, die wir im Mix in der Zukunft brauchen, hat Nordrhein-Westfalen die besten Voraussetzungen. Forschung und Industrie im traditionsreichen Energie- und Wissenschaftsland Nordrhein-Westfalen haben das Potenzial und das Know-how, um Speichertechnologien entscheidend voranzubringen. Und für alle Speichertechnologien haben wir Beispiele aus ganz Nordrhein-Westfalen gefunden und sie im Antrag auch dargestellt. Wir haben es hier also mit einem aufstrebenden Forschungs- und Wirtschaftssektor zu tun. Und ich empfehle mal gerade den Wirtschaftspolitikern von FDP und CDU, die unser Land ja immer gerne wieder schlecht reden und sagen, wir haben so schlechte Ausgangslage, da mal einen Blick auf diese Branchen, auf diese zukunftsfähigen Branchen. Und leider sind ja Ihre Kollegen in Berlin ebenso blind auf diesem Auge dieser neuen Technologien. Und deswegen bin ich froh, dass wir in diesem Antrag auch dringend die Unterstützung vom Bund brauchen und dargestellt haben, damit eben die Entwicklung und der Ausbau von Speichern, die wir technisch brauchen, da sind wir uns alle einer Meinung, eben auch wieder wirtschaftlich lohnen. Firmen, Investoren, Forschungsinstitute, die brauchen alle gemeinsam die Planungssicherheit. Und daher werbe ich ganz herzlich um die Unterstützung für ein starkes Signal für Speicher nach Berlin, aber eben auch für ein starkes Signal für diese aufstrebende Wirtschaftsbranche in Nordrhein-Westfalen und werbe um Ihre Zustimmung. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Rehms, für die